man denn genug Geld hier, obwohl man jetzt 20 Jahre gearbeitet hat, immer rechtschaffen seinen Pflichten nachgekommen ist? Habt ihr Geld, so zu leben, wie ihr wollt, frei zu leben? Soweit ich weiß, sind die meisten Leute heute verschuldet, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Merkwürdig, ne? Konsum über Vernunft und alles fürs Wachstum. Die Banken brauchen freigefüllte Schatztruhe. Sie verdienen alle Achtung, denn sie setzen ihre Macht um. Lobby, Korruption. Dass die Schere wächst, ist keine Frage. Ich krieg Bastelkurse bei der Arge. Und ich glaube nicht nur, ich fühle hier die miese Lage. Diese Republik kooperiert mit einer Banane. Wenn ich mich vor Demos tarne, folgt den Medien die Demontage. Und ich rede mich in Rage. Wieso hat der Schnitt im Monat nur ein Streit pro Nase? Krieg für harte Arbeit schmale Gage. Alles riecht nach Volksverarsche. 400 Euro plus Geharze gleich moderner Sklave. Das sind Leitzins und Schuldgeld. Doch die gibt man die Schuld, wenn das alles nicht mehr durchhält. Alles bei den Ratingagenturen einfach durchfällt. Europa sammelt Flaschenpfand und Kleingeld. Hast du Geld? Das Zeug, was so viel zählt. Hast du Geld? Das Zeug, wofür es stehlt. Hast du Geld? Das Zeug, was allen fehlt. Hast du Geld? Ich natürlich nicht. Doch was kostet schon die Welt? Habt ihr Geld? Ich bin brutto wie netto. Auf dem Konto in petto. Jede Rechnung bezahlen. Doch alles dient der Bankenrettung. Die Zukunft wird kalt. Ich verwette mein Hintern. Ich hab mich geheizt in den letzten vier Wintern. Alles redet vom Blasen und ich denke ans Pimpern. Schleuderpreise für Produkte von Kindern. Ich fühl mich geimpft, esse ich Fleisch von Rindern. Und Genetik lässt sich nicht mehr verhindern. Ich red mit dem Service, den freundlichen Indern. Der Lohn für Arbeit lässt sich noch deutlich verringern. Es ist Zeit für Wachstum, erarbeitet den Zins. Das Zins steigert stets Gewinn und Effizienz. Selbst Pfifferlings, die Firma will, dass du dich für sie übernimmst. Denn der Aktionär hat das so bestimmt. Ich hab keinen Plan von Wirtschaft, ich spar's mir, als ob du riechst das. Doch die Zentralbank ist Midas. Ich will auch Geld drucken und dass du mir dann dafür die Sicherheiten lieferst, ja. Hast du Geld? Das Zeug, was so viel zählt. Hast du Geld? Das Zeug, wofür es steht. Hast du Geld? Das Zeug, was allen fehlt. Ich natürlich nicht, doch was kostet schon die Welt? Habt ihr Geld? Was kostet schon die Welt? Habt ihr Geld? Was kostet schon die Welt? Wir rutschen in die Armut durch Finanzkatastrophen. Selbst der gläubigste Moslem schlachtet seine Sparschweindose. Ich hab kein Geld für dies, keinen Cent für das. Das hier ist wie Knast, ich hab nur Kippen auf meinen Arsch. Die Werbung will mir sagen, was ich alles brauch. Wie Steinbrück und Schmidt bei Günther Jauch. Alles ist verkäuflich, gespreizte Beine für ein paar Geld. Ungedeckte Scheine, in diesem Erdzeitalter steht jeder in der Kreide. Geld ist Macht und Geld macht Geld von alleine. Daten auf dem Server sagen, Banken sind jetzt Eigentümer eurer Dörfer. Sie reißen sie ein mit Doppelklick per Cursor. Banken brauchen Sicherheit, wir starten Terrorjets und Mörser. Ich kann nicht mehr reflektieren, nur der Spiegel findet hier noch Wörter. Ich fühle mich gut geführt, wie ein Haushalt unter Köter. Das Schuldprojekt EU und die Sicherheit bist du. ESM, SFS sind doch alles Pressegags. Der Staat wird privat und die Firma schreibt demnächst Gesetz. Und du kannst dir hier nie wirklich etwas leisten. Die Ketten von manipulierten Preisen sind stabiler als die Fesseln aus Eisen. Niemand hält mehr was von Gottes Beweisen. Die Gesellschaft glaubt an Wirtschaftsweisen. Eine Sekte im Gebet leidet unter ihren Teufelskreisen. Also die Rallye scheint weiterzugehen an den Märkten. Viel, viel Geld ist da, viel Liquidität. Zurück zur Tagesordnung, steigende Kurse. Die Einigung der Euro-Länder im Kampf gegen die Schuldenkrise hat die Aktienmärkte beflügelt. Hast du Geld? Die Anleger zeigten sich wieder risikofreudiger. Hast du Geld? Nachdem die Regierungschefs der Eurozone einen Schuldenschnitt für Griechenland ausgehandelt hatten. Ich glaube, die Krise allein ist nicht auf Griechenland zu beschränken. Man muss schon das Gesamtumfeld im Auge haben. Habt ihr Geld? Ach, was kostet schon die Welt?